Ein Balkonkraftwerk mit Speicher und zwei Modulen soll auf ein Garagendach. Die Module sind da, das Solix steht im Regal, Platz auf dem Garagendach für vier Module, also nur noch aufstellen. Kleinigkeit, oder? Doch wie macht man es? Hier geht es um meine Konfiguration. Theorie zur Ausrichtung. Welcher Ballast? Montage. Kosten und allgemeine Tipps. Bei mir kommt zum Einsatz ein Anker Solix 2 Pro mit 1,6 Kilowattstunden Batterie. Es steht im Schwerlastregal in der Garage. Dazu sollen zwei Solarmodule mit je 445 kW Peak in Südausrichtung nebeneinander auf ein 6x3 Meter Garagendach. Es gibt kaum Verschattung. Der Jahresverbrauch ist ca. 1600 Kilowattstunden, da im Mehrfamilienhaus die Wärmepumpe hier nicht angeschlossen werden kann. Der Azimut und der Neigungswinkel bestimmen stark den Energieertrag. Die Südausrichtung, also Azimutwinkel 0, ist die optimale Richtung für die Module. Der optimale Neigungswinkel der Module ist abhängig von der Jahreszeit und kann relativ schnell mit Hilfe der Tabelle bestimmt werden. Für optimalen Ertrag sollte die Sonne im rechten Winkel auf die Module scheinen, der Sonnenstand ändert sich aber im Laufe des Jahres. Im Sommer optimal wären ein flacher Winkel von 15 bis 20 Grad Neigung der Module. Dabei gibt es die geringsten Verluste. Im Winter ca. 73 Grad, da dann die Sonne mittags nicht sehr hoch steht. Zudem stelle ich die Module quer auf, da die Module mit Ballast fixiert werden und nicht angeschraubt werden, damit es nicht zu undichten Stellen am Dach kommt. Aber welchen Winkel soll man einstellen, wenn der Neigungswinkel der Module über das Jahr nicht verstellt werden soll? Die optimale Ausrichtung über das Jahr und die zu erwartende Leistung kann mit diesem Photovoltaik-Tool bestimmt werden. Es ist verlinkt in der Beschreibung zum Video. Dazu wird zuerst der Standort und die installierte PV-Leistung eingestellt. Dazu noch Optimieren auswählen. Der maximale Ertrag bei zwei Modulen mit zusammen 0,89 kW Peak über das ganze Jahr liegt bei 909 Kilowattstunden und ergibt sich bei 39 Grad Neigungswinkel. Allerdings gibt es dafür kaum fertige Montagesysteme. Und auch der nötige Ballast wird größer. Wie groß wären die Verluste bei einem kleineren Neigungswinkel? Optimal wären 39 Grad. Bei 30 Grad erhält man immer noch 99%, bei 15 Grad noch 93,5% des maximalen Ertrages. In der unteren Hälfte der Tabelle wird der benötigte Ballast angegeben. Meine Eigenkonstruktion benötigt bei 30 Grad 232 Kilogramm, bei 20 Grad 200 Kilogramm. Dabei kommt es auch auf das Eigengewicht der Schienen und der Module an. Für 15 Grad gibt es Schienensysteme, die das Aufstellen vereinfachen. Bei Estom 6,15 Express und 15 Grad mit 2x Jahr Solar sind wir wieder bei 221 Kilogramm. Für eine schnelle Einschätzung des nötigen Ballastes bei 20 Grad Neigungswinkel können die beiden Bilder rechts verwendet werden. Bildrechte der Kleines Kraftwerk de GmbH. Möchte man es genau berechnen, kann K2bis zur Berechnung verwendet werden. Dazu ist eine Registrierung und das Anlegen eines Firmenaccount nötig, beides kostenlos. Dann dazu den Standort, die Bebauung, Dachtyp, verwendetes Schienensystem und so weiter eingeben. Südausrichtung bringt absolut den größten Ertrag. Aber auch Ost-West-Ausrichtung kann sinnvoll sein, wenn morgens und abends mehr verbraucht wird und mittags die maximale Leistung nicht verbraucht werden kann und ins Netz eingespeist würde. Ich habe mir für die Planung auf der Garage den Modulen entsprechende Papierrechtecke ausgeschnitten, damit ich diese frei platzieren kann. Und habe mich dann für eine Südausrichtung entschieden, das ist etwas schräg zur Garage.
Dann zuerst die Bautenschutzmatte zurechtgeschnitten, die Löcher in die Kantensteine gebohrt, probeweise am Boden zusammengebaut und dann mit einem zweiten Mann die Module und alles andere aufs Dach gebracht. L-Schienen verschrauben, je nach Abstand passen dann nur die Holzschrauben in die Langlöcher. Verstellbare Ständer verschrauben und Module anbringen. Dabei ist ein zweiter Mann hilfreich. So, das wäre es, ist doch einiger Aufwand. Ich habe im Folgenden noch einige Tipps aufgelistet. Vielen Dank fürs Anschauen und ich freue mich über Like und Abo.